gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Westlausitz am Mittwoch. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Es folgen nun die regionalen Kurznachrichten aus der Lausitz. Das Osterfest hat gerade in der Lausitz traditionell einen besonderen Stellenwert. Neben den bekannten sorbischen Ostereiern gehört gerade das Osterreiten zu den alljährlichen Höhepunkten und zieht mittlerweile zunehmend zahlreiche Schaulustige an. So auch in diesem Jahr, zumal endlich wieder Besucher offiziell dabei sein durften. Für einen enormen Besucherandrang sorgte das diesjährige Osterreiten. In den Gemeinden um Bautzen, Kamenz und Wittichenau. Nach einem Totalausfall vor 2 Jahren sowie ohne Zuschauer im Vorjahr konnte sich nun am Ostersonntag wieder eine Vielzahl an bunt geschmückten Prozessionszügen auf den Weg machen. Entsprechend groß war auch die Resonanz der Besucher. Teilweise war eine regelrechte Flut an Schaulustigen zu beobachten, die sich in den Orten und an den Straßenrändern versammelten. Das Osterreiten in der Lausitz ist ein jahrhundertealter Brauch der katholischen Sorben. Seit 1541 tragen die Kreuzreiter dabei die Osterbotschaft von der Auferstehung des Herrn von Ort zu Ort. Die insgesamt 9 Prozessionszüge finden traditionell zwischen Bautzen und Radibor, Ralbitz und Wittichenau, zwischen Krostwitz und Panschwitz, Radibor und Storcha sowie zwischen Nebelschütz und Ostroh statt. Besonderheit dabei, der Wittichenauer Kreuzreiterzug ist der mit Abstand älteste und der einzig zweisprachige, in dem Sorbisch und Deutsch gesungen und gebetet wird. Im Landkreis Bautzen gibt es zum 2. Mai erneut Fahrplanänderungen im Busverkehr. Die neuen Fahrpläne werden am Wochenende vor der Änderung an den Haltestellen ausgehangen, heißt es aus dem Landratsamt. Außerdem werden sie zudem ab dem 28. April auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbünde Oberelbe und Oberlausitz-Niederschlesien bereitstehen. Der Königsbrücker Stadtrat hat den Entwurf zur ersten Änderung des Bebauungsplans am Ehrlichteich gebilligt und zur Offenlage bestimmt. Die Unterlagen sind bis einschließlich 31. Mai im Rathaus der Stadt Königsbrück öffentlich einsehbar. Unabhängig davon können Sie auch online über das Portal bürgerbeteiligung.sachsen.de oder über die städtische Homepage eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Königsbrück vorgebracht werden. Für die Erneuerung der Kamenzer Jugendverkehrsschule stehen die Signale offenbar auf grün. Wie die Kreisverkehrswacht Bautzen als Trägerin der Einrichtung mitteilt, will das sächsische Innenministerium das Vorhaben dieses Jahr mit 54.000 Euro fördern. In die verbleibenden 26.000 Euro sollen sich die Träger der Schulen, die das Angebot der Jugendverkehrsschule nutzen, hineinteilen. Für die Stadt Kamenz mit 4 Grundschulen ergibt sich somit ein Kostenanteil von reichlich 3.000 Euro. Nach dem ursprünglichen Finanzmodell sollte die Stadt 10.000 Euro zahlen. Laut dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, Dietmar Zanke, gilt das Angebot des SMI nur für 2022. Das Schulungsgebäude ist nach 25 Jahren Nutzung marode und bedarf dringend der Erneuerung. Der SV Aufbau Deutsch Baselitz konnte am Montag 185 Volkssportler zum traditionellen Ostereierabrennen begrüßen. Bei traumhaftem Wetter erfolgte am SFZ 10 Uhr der Start zur 5 Kilometer Umrundung des Deutsch-Baselitzer Großteichs. Die weiteste Anreise hatte die 7-jährige Amelie aus London, die mit ihrem Opa Steffen die Strecke locker bewältigte. Der SV Aufbau Deutsch Baselitz bedankte sich bei allen Spendern und weist in diesem Zusammenhang schon auf das 22. Ganzabrennen am 26. Dezember hin. Die Stadt Kamenz wird um eine Kunstsammlung reicher. Entstehen soll ein sogenanntes Dada-Zentrum. Das hat der Stadtrat in der vergangenen Woche beschlossen.
Eine sächsische Künstlergruppe um den in Nossenpinnewitz lebenden Maler Frank Vogt will den sächsischen Kunstsammlungen der Lessingstadt dazu 350 ihrer Werke schenken. Der Dadaismus, kurz Dada, ist eine Kunstgattung, die nach dem Ersten Weltkrieg in Zürich entstanden und provokant Probleme der Gesellschaft widerspiegelt. Traditionelle Kunstformen werden dabei weitgehend abgelehnt. Die Gesamtkosten für die Schulbaumaßnahmen des Landkreises Görlitz in Kamenz werden sich voraussichtlich auf knapp 41 Millionen Euro belaufen. Dies hat der für die Schulen zuständige Beigeordnete des Landrates Udo Witschers jetzt dem Kreistag mitgeteilt. Daran enthalten sind die Rekonstruktion der Oberschule Saarstraße, die Sanierung des Bestandsgebäudes Henselstraße sowie der dort neu errichtete Anbau. Im Jahr 2016 waren die voraussichtlichen Gesamtkosten noch mit 34,5 Millionen Euro beziffert worden. Der Kostenanstieg ergab sich hauptsächlich aus der Integration der Stadtbibliothek in den Schulkomplex Henselstraße. Ein weiterer Mehrbedarf von ca. 1,1 Millionen Euro resultiert offenbar aus Preisanstiegen bei Holz, Metall und Dämmmaterial. Der Verkehrsverbund Oberelbe hat einen neuen Flyer für Ausflüge in die Region herausgebracht. So gibt es 6 Flyer, die über Freizeitaktivitäten in je einer Region des VVO informieren. Von Wanderungen im Osterzgebirge bis Radtouren im Lausitzer Seenland, vom Weingenuss im Elbland rund um Meißen bis zum Kletterfelsen in der sächsischen Schweiz. Alle Flyer enthalten eine große Karte, Informationen zu Fahrplänen, Tickets und viele Tipps für die Freizeit. Die Flyer sind bei den 12 Verkehrsunternehmen im VVO erhältlich und können auch online bestellt werden. Ein eher ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Ermittler des Polizeireviers Kamenz. In der Nacht zu Freitag verschwand aus einem Gehege am Tuchmacherteich in Kamenz eine Ziege. Das weibliche Tier, das dort mit 2 weiteren Artgenossen von einem Verein gehalten wurde, war am Freitagmorgen zur Fütterungszeit nicht mehr da. Hinweise zur braunen Geiß, deren Ohren mit Marken versehen sind, nimmt das Polizeirevier Kamenz telefonisch unter 03578 3520 entgegen. Am Samstagnachmittag mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Recklewitzer Ortsteil Höflein ausrücken. Ein 55-jähriger Hausbesitzer hatte Asche in einer Restmülltonne entsorgt. Wenig später begann sie zu brennen. Das Feuer griff auf einen zweiten Behälter sowie einen in unmittelbarer Nähe geparkten PKW über, der komplett abbrannte. Das Ausbreiten der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Der Schaden wird mit etwa 6.000 Euro angegeben. Im Landkreis Bautzen ist es vermehrt zu Trickdiebstählen auf Parkplätzen gekommen. Wir haben bereits berichtet, ein Mann, der Geld gewechselt haben möchte, ist der Täter. Er könnte für mittlerweile mehr als 250 Fälle verantwortlich sein. Er ist ca. 60 Jahre alt, etwa 1,75 groß, untersetzt, ungepflegt und korpulent. Er hat kurze Haare, eine auffällige Stirnglatze und spricht Deutsch mit leicht polnischem Akzent. Die Polizei bittet auch Opfer um Hinweise. Jeder könnte hilfreich sein. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Egal ob in der Lausitz oder überregional, der Wald und dessen Bedrohung ist ein wichtiges Thema. Die Dokumentation Der Waldmacher von Volker Schlöndorff gibt einen guten Einblick in das Leben von Tun Nirnaudo, einem Agrarwissenschaftler, der um die Natur und dessen Elend in Afrika kämpft. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute hier im Programm Kino Ost in Dresden. Und wir treffen heute einen Mann, für den wir die Grenzen der Lausitz gerne ein bisschen ausweiten. Denn er hat etwas, was nur 3 Menschen in Deutschland haben. Und zwar hat er mit seinem Film Die Blechtrommel den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten. Und jetzt ist er unterwegs mit einem Dokumentarfilm, seinem ersten Dokumentarfilm, dem Film Der Waldmacher, der aktuell Premiere feiert. Ich freue mich, dass er heute die Zeit sich genommen hat für uns und begrüße ganz herzlich Volker Schlöndorff. Schönen guten Tag. Sehr gerne. Viele nennen Toni Rinaudo die Mutter Teresa Afrikas, was er nicht gerne hört. Denn es geht nicht um Wunder, wenn er auch ganze Wälder wachsen lässt, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Wie und wann haben Sie denn das erste Mal von Toni Rinaudo erfahren? Und wie kamen Sie dann zu dem Entschluss, dass Sie Ihren ersten Dokumentarfilm über genau seine Arbeit drehen wollen? Ja, das war alles nicht geplant. Ich habe ihn in Berlin, als er zurückkam von Stockholm, wo er den sogenannten alternativen Nobelpreis bekommen hat, bei einer Veranstaltung erlebt, wo er einen kurzen Vortrag gehalten hat über seine Methode und was er macht seit 40 Jahren in Afrika. Und ich war so verblüfft, weil es ist ja im Grunde ganz, so wie er es darstellt, ganz einfach. Er lässt ganze Wälder wachsen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Ja, da will man ja wissen, wie geht denn das? Bin nachher zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja, sie müssen ja Tausende, Hunderttausende von Jünger haben, die jetzt das über die ganze Welt verbreiten. Und dann hat er gesagt, meistens bin ich alleine. Aber ich dachte, das muss sich ändern. Darf ich einen Film über sie machen vielleicht? Hat er mir die Hand hingestreckt, ich habe eingeschlagen und damit war ich auf einmal Dokumentarfilmer. Jetzt konnte ich nicht mehr zurück. Und bin 6 Wochen später mit ihm dann in Mali, schon in Afrika, in Bamako gewesen. Und dann hat sich eins nach dem anderen ergeben. Zum Schluss hat es 3 Jahre gedauert. Allerdings natürlich 1,5 Jahre Unterbrechung wegen Covid. Während der Dreharbeiten, wie haben die Menschen in den afrikanischen Dörfern, wie haben Sie die Menschen in den afrikanischen Dörfern erlebt? Können Sie da ein paar Eindrücke schildern für die Leute, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben? Ja, also für mich war das auch eine Entdeckung. Ich bin viel in den letzten 10 Jahren in Afrika unterwegs gewesen, in Filmschulen, Universitäten und sowas, aber eben nie auf den Dörfern. Da kommt man ja nicht hin. Und der Toni Rinaudo, der dort gelebt hat und der die Sprachen spricht, ja, war natürlich ein wunderbarer Türöffner. Und auf einmal saß ich dann mit ihm irgendwo unterm Baum mit einem Dutzend Bäuerinnen, die erzählten, was seitdem passiert war, seitdem er das letzte Mal da war, was sie jetzt für Projekte haben, was sie denn machen sollen, weil es so viele Kinder gibt, aber das Land wird ja nicht mehr. Also mittendrin auf einmal in der Diskussion. Und das war natürlich wunderbar, weil die sind alle auch so obendrein noch so freundlich, oft sogar fröhlich gewesen. Ganz unglaubliche Gesichter natürlich. Ja, für mich war das jeden Tag ein wunderbares Abenteuer, eine Entdeckungsreise. Können Sie noch mal einen Eindruck beschreiben, der Ihnen noch mal wirklich im Gedächtnis geblieben ist? Ja, also zum Beispiel morgens früh fahren wir los, immer möglichst vor Sonnenaufgang oder mit Sonnenaufgang. Und da sehen wir eine ganze Völkerwanderung auf uns zukommen. Lauter Jungs und Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren. Das hatten wir so vorher nicht gesehen. Die gingen alle zur Schule. Und der Toni sagt ja, was sollen die denn alle mal machen im Leben? Wo sollen die denn Arbeit finden? Und das ist eben das große Problem. Denn im Land, 70% der Menschen leben noch auf dem Land in Afrika. Und da ist 70% haben keine Elektrizität. Ich hatte das Gefühl, Sie hatten vor, einen Film zu machen über diese Methode und waren dann irgendwie begeistert und überwältigt von den Menschen, die Sie vor Ort getroffen haben. Wie haben denn die Menschen vor Ort auf Sie und Ihr Filmvorhaben reagiert? Erstens mal, wie der Toni mit Ihnen umgeht. Also Toni nenne ich ihn Rinaudo, wie der australische Agronom mit Ihnen umgeht. Das hat sich natürlich auf mich übertragen. Ich hatte auch sonst kein Team, nur Einheimische. Also wenn ich gesagt habe,
wer, wie geht ihr denn hier mit dem weißen Mann um? Und dann sagen die, welcher weiße Mann? Wir sehen nur einen Mann, einen Agronom, der Expertise hat und der uns was beibringt. Also diese Scheu, als Europäer in Afrika zu sein, das haben nur Europäer. Die Afrikaner haben damit überhaupt kein Problem. Was können die Sachsen, die Brandenburger, was können die Lausitzer von Rinaldo oder auch von ihrem Film lernen? Fröhlichkeit, Geduld, Zuversicht, Zufriedenheit vor allen Dingen. Wie unendlich zufrieden müssen wir sein. Ja. Wenn man sieht, wie zufrieden die sind in ihrer Armut, dann müssten wir ja auch in unserem Reichtum zufrieden sein. Das Hauptprinzip ist bei ihm immer erfragt, was war hier früher mal und wie können wir das wieder hinbringen? Also nicht jetzt australische Eukalyptus da pflanzen, weil die schnell wachsen, sondern schauen, was war denn hier früher und das dann wieder hochziehen. Und ich glaube, das gilt für die ganze Welt, weil die Natur weiß schon, wo, wann, was, warum gewachsen ist. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt interessiert sind, dann gehen Sie ins Kino und schauen Sie Der Waldmacher. Viel Spaß. Das war unsere Regionalzeit für den westlichen Teil der Lausitz um Kamenz, Großröhrsdorf und Radeberg. Die nächste Sendung folgt wieder in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.